ist der 112. Tag vom Jahr 2008. Das ist der 22. April und das mit folgenden Schlagzeilen. Walliser Regierung sagt Nein zu Zweiklassenmedizin, Einweihungsfest für den Bahnhof Visp und Überprüfung der Walliser Gebirgslandeplätze. Am 1. Juni ist die Abstimmung zum Verfassungsartikel für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung. Die Walliser Regierung fordert die Bevölkerung auf, gegen den Artikel zu stimmen. Laut dem Staatsrat Thomas Burgener tut man bei einer Annahme der Krankenkasse zu viel Macht über das Gesundheitswesen geben und der Vertragszwang mit den Leistungserbringern käme aufgehoben. Dazu kehrt auch die freie Arztwahl. Der Glacier hat 4 Alpinisten retten, die bei Sturm und Nebel eine Nacht in einem Schneeloch überlebt haben. Wir können von einem Wunder reden, haben die Retter gemeint, die Berggänger unter dem Gipfel vom 4.314 Meter hohen Grand Combe gefunden haben. Die Alpinisten haben dank einem igloähnlichen Schneeloch überlebt und sind mit ein paar Erfrierungen davongekommen. Am Dienstag haben die Verantwortlichen der Gemeinde Visp und der SBB über das Einweihungsfest vom Bahnhof Visp am 16. und 17. Mai mit über 30 Bands und einem vielfältigen kulinarischen Angebot informiert. Die meisten Drittbenutzer im Bahnhof sind seit dem 9. Dezember eingezogen und die Umgebungsarbeiten stehen vor dem Abschluss. Außerdem steht der Bahnhof Visp neben 21 anderen Bahnhöfen vor der Lancierung zum Meerbahnhof. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel hat mit der Überprüfung der einzelnen Gebirgslandeplätze im Wallis angefangen. In der Region Zermatt stehen Massnahmen wie alternative Flugverfahren oder Nutzungseinschränkungen zur Debatte. Und man will den Bau von einem neuen Landeplatz prüfen. Die 5 Gebirgslandeplätze in der Region Zermatt-Saas-Fee tut man als wirtschaftlich bedeutend einstufen. Bis im Herbst will man jetzt neue Lösungsvorschläge ausschaffen. DOS Holding schließt Geschäftsjahr 2007 mit einem Umsatz von rund 2,2 Milliarden Franken ab. Der Rheinbin beträgt rund 87 Millionen. Bis zum Jahr 2013 will man gut 900 Millionen Franken in den Ausbau der Wasserkraftwerke und Verstärkung des Übertragungsnetzes investieren. Die wichtigsten Vorhaben sind wieder in Betriebnahme von Gluson Dixons und der Erhöhung der Staumauern zu fahren auf dem Simplon. Georgette Kämpfen hat sich am Elite-Model-Look-Final zu Prag nicht unter die ersten 15 klassieren. Sie hat sich aber zufrieden mit dem Ergebnis gezeigt und sie war froh, überhaupt mitzumachen. Die zweite Schweizerin, Nina Adrizzone aus St. Gallen, hat es dagegen geschafft und hat jetzt einen Modelvertrag bekommen. Der Regenschirm war am Dienstag ständiger Begleiter, aber dennoch können wir schon bald mal wieder mit der Sonnenbrille uns wechseln. Geregnet hat es am Dienstag in Simplodorf, wie man hier anhand der Regentropfen an der Wetterkamera sieht. Am Mittwoch wird der Tag noch bewölkt und noch Sonne. Im Verlauf des Tages soll es aber die ersten Aufhellungen geben. Die Temperaturen bleiben im gleichen Rahmen, gehen aber noch so ein bisschen tiefer im Bereich wie die letzten Tage. Aber nicht der Kopf heichen, der Frühling meldet sich endlich zurück. Und zwar kommt es auf das Wochenende so richtig hübsch und ihr könnt auf milde Temperaturen über 20 Grad gefallen. Im Programm von Tele Oberwallis geht es in den nächsten Stunden weiter mit dem WB-Talk und da ist der Art Fuhrer zu Gast und im FIFRA-Talk. Da redet der Röne im Oberdorf, der Fischberg Gemeindepräsident, über die wirtschaftliche Bedeutung der Oberwalliser Frühjahrsausstellung. Merci vielmals für's Zuschauen, schönen Abend, ade miteinander.